Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pandemie und Gesellschaft der Heinrich-Böll-Stiftung. Mein Name ist Annika Magnussen aus dem Referat Zeitgeschichte und ich spreche heute mit der Historikerin Andrea Wiegeshoff. Hallo Frau Wiegeshoff, ich freue mich, dass Sie da sind und Zeit gefunden haben. Hallo Frau Magnussen, ich freue mich. Schön, dass die Gelegenheit sich ergeben hat. Bevor wir mit den Fragen anfangen, werde ich Sie kurz vorstellen. Sie haben 2011 an der Philipps-Universität in Marburg promoviert, arbeiten dort als wissenschaftliche Assistentin am Seminar für Neuere Geschichte und in Ihrem Habilitationsprojekt untersuchen Sie seuchenpolitisches Handeln im 19. Jahrhundert. Das ist ja irgendwie doch aktuell und ich würde jetzt gleich starten mit unserer Eingangsfrage und zwar: Was wird in Ihrer Fachcommunity gerade mit Blick auf Corona und Gesellschaft diskutiert? Und was davon ist politisch oder für politisch interessierte und engagierte Menschen wichtig zu wissen? Ja, vielen Dank. Wer hätte es geahnt, dass ein Forschungsprojekt zum 19. Jahrhundert so aktuell wird, so schnell? Sie ahnen es, das wird natürlich unter Historikerinnen und Historikern breit diskutiert, gerade die Pandemie, die Corona-Krise. Und insbesondere natürlich unter denen von uns, die sich mit solchen auch tatsächlich als Forschungsobjekt beschäftigen. Und grundsätzlich würde ich eigentlich tatsächlich den Eindruck unterstreichen, den mein Kollege Malte Thiessen ja auch schon in dieser Reihe geäußert hat. Der war ja vor einigen Episoden in dem Format auch dabei und hat festgestellt, und da stimme ich ihm total zu, dass so einerseits viel darüber gesprochen wird, was eine geschichtswissenschaftliche Perspektive dann vielleicht beitragen kann zu den aktuellen Diskussionen, da eine Bereicherung sein könnte. Und andererseits nehme ich auch wahr, ein gewisses Unbehagen tatsächlich unter Fachleuten, weil in der Debatte manchmal, nicht immer, aber manchmal doch allzu einfach oder vereinfachte historische Bezüge hergestellt werden, so Dinge gleichgesetzt werden, frühere mit heutigen Ausbrüchen. Das wird ein bisschen stark vereinfacht manchmal und das macht uns dann natürlich etwas Bauchschmerzen. Insgesamt würde ich sagen, zwischen den beiden Polen wird rege und viel diskutiert, nicht zuletzt auch tatsächlich in sozialen Medien, sei es Twitter oder in Blogs oder auch über jetzt ganz schnell aus dem Boden gestampfte Forenbeiträge zu Online-Journalen. Also auch tatsächlich mit dem Bedürfnis, sich auch relativ schnell in die Debatte einzuschalten und nicht erst einen Aufsatz zu schreiben, begutachten zu lassen und so weiter. Und das deute ich tatsächlich auch als jenseits von Fachdebatten auch als den Wunsch, das historische Fachwissen auch ein Stück weit einer interessierten Öffentlichkeit anzubieten und beizutragen, vielleicht zu einer Perspektivierung oder Kontextualisierung der Debatte und darüber natürlich auch ein bisschen die zu einfachen historischen Vergleiche vielleicht ein bisschen kritisch hinterfragen. Ja, vielen Dank. Also glauben Sie, dass der Blick in die Geschichtsbücher bei der weiteren Betrachtung der aktuellen Covid-19-Pandemie hilft? Ja, das glaube ich und das hoffe ich auch, dass das weiterhelfen kann. Vielleicht auch erstmal nur darüber, dass dieser Blick oder historisches Wissen daran erinnern kann, dass bestimmte Dinge eine sehr lange Geschichte haben und dass es extrem wichtig ist, sich die genauen Rahmenbedingungen und Kontexte dazu anzuschauen. Also wenn ich jetzt über die historischen Vergleiche und Bezugnahmen spreche, dann liegen die natürlich im Moment auch absolut auf der Hand. Das ist absolut verständlich, denn ganz viele der Maßnahmen und Phänomene, über die wir heute reden oder mit denen wir umgehen müssen, haben natürlich eine echt lange Geschichte. Also die Debatte in Deutschland und in anderen Ländern über Bewegungseinschränkungen, das Blick zurück auf eine Geschichte, die bis ins Mittelalter reicht, von Isolationsmaßnahmen, von Quarantäne. Und ich würde einfach nur unterstreichen wollen, dass diese Dinge, die auf den ersten Blick so ähnlich aussehen, also das Prinzip Bewegung wird eingeschränkt, das hat sich nicht verändert über Jahrhunderte. Wenn man aber genauer hinguckt, dann werden diese Dinge doch relativ unterschiedlich. Und ich glaube, darüber können aber ganz interessante andere Aspekte in die Debatte kommen, die auch heute spannend sein können. Vielleicht ganz kurz einfach mit Blick auf die Quarantäne, da wäre es mir wichtig zu sagen, dass alleine medizinisches Wissen und vielleicht die großen Erfolge von Quarantäne nicht erklären, warum derartige Maßnahmen so lange schon ergriffen wurden. Einfach weil zum einen die Geschichte der Quarantäne keine Erfolgsgeschichte gewesen ist. Seuchenausbrüche gab es trotzdem immer wieder. Und zum anderen, weil
die zugrunde liegenden Erklärungen sich extrem gewandelt haben. Also ein Ansteckungsverhältnis oder Verständnis, wie wir das heute haben im modernen Sinne von Krankheitsübertragung, ist eben auch sehr modern. Das ist im späteren 19. Jahrhundert entstanden. Und vorher gab es ganz andere Erklärungen. Da ging es zum Beispiel eher im Mittelalter um die Idee einer moralischen Verunreinigung bestimmter Umgebungen, weswegen bestimmte Menschengruppen abgeschottet oder gar verstoßen wurden. Also ich denke hier natürlich an die Judenpogrome des Mittelalters, wo Andersgläubige verfolgt wurden, weil sie als Ursache von Krankheit gesehen wurden. Und ich glaube nun, wenn man sich wirklich genauer anschaut, was steckt da eigentlich hinter und wie waren Abschottungsmaßnahmen jeweils ausgestaltet, kommt man auf andere spannende Dinge, nämlich auf die Frage, was wird dann eigentlich außer Gesundheit geschützt? Und das sind häufig politisch-gesellschaftliche Ordnungsvorstellungen oder Ordnungsentwürfe, die darüber verhandelt werden. Gegenwärtig würde ich sagen, können wir das ja durchaus auch sehen, wenn darüber geredet wird, wie erreichen wir eine vernünftige, vertretbare Balance zwischen Gesundheitsschutz, aber eben auch Freiheitsrechten, einem funktionierenden oder halbwegs funktionierenden Wirtschaftsleben. Darüber werden natürlich bestimmte Prioritäten und Werte verhandelt. Und da genauer hinzuschauen, für die Geschichte zum Beispiel sich anzuschauen, was für Ordnungskonzepte wurden da eigentlich mit verbunden, durchgesetzt, welche Gruppen wurden vielleicht Ziel von Regulierungsmaßnahmen. Ich glaube, das kann ganz interessante Dinge freilegen tatsächlich. Es ist ja immer schwierig, eine Prognose vorzunehmen, gerade aus der Geschichte heraus. Aber wie schätzen Sie die Auswirkungen auf die Gesellschaft nach der Pandemie ein? Und kann es vielleicht sogar sein, dass es Einfluss auf eine zeitgeschichtliche Debatte hat? Wir hören jetzt, ob es vielleicht ein neues Narrativ geben wird oder Kollegen von Ihnen von der Uni Hamburg, Bochum und Gießen haben ein Corona-Archiv organisiert. Was denken Sie? Wichtige, riesengroße und spannende Frage. Und Sie haben natürlich recht. Das gehört jetzt nicht zum Kerngeschäft unserer Disziplin, Prognosen zu treffen. Aber ich will mich gar nicht vor Ihrer Frage drücken, sondern mal überlegen, wie ich so als Historikerin vielleicht gut beantworten kann. Also ich glaube grundsätzlich zur gesellschaftlichen Auswirkung zeigt der Blick in die Geschichte auf jeden Fall, dass Epidemien massive Auswirkungen haben konnten. Allein schon, wenn es extrem hohe Erkrankungszahlungen oder auch Todesraten gegeben hat, könnte das natürlich einen wahnsinnigen Einfluss haben. Wenn wir zum Beispiel denken an die verheerende Wirkung der Pocken, die im 16. Jahrhundert von europäischen Eroberern in die beiden Amerikas eingeschleppt wurden, da ist wirklich sind ganze Landstriche entvölkert worden. Das ist natürlich ein massiver Einfluss. Ich wäre nur zurückhaltend, jetzt allein so biologische Faktoren für gesellschaftlichen Wandel verantwortlich zu machen. Ich glaube, es kam und kommt darauf an, was daraus gemacht wird, wie damit umgegangen wird, wie also eine Epidemie verstanden und gedeutet wurde, welche Reaktionen daraus abgeleitet wurden, wie man am besten damit umzugehen habe. Und wie darüber vielleicht eben auch sehr ganz sehr grundsätzliche Fragen gesellschaftlichen Zusammenhalts oder gesellschaftliche Verfasstheit in den Blick rücken. Auch wieder historisch gesehen, ich denke aber, das ist etwas, was man auch heute beobachten kann, legen Epidemien oder haben Epidemien gesellschaftliche Spannungen stark freilegen können. Sie sind nicht unbedingt Ursache für Spannungen, sondern existierende Konflikte werden dadurch häufig sehr in die Oberfläche gespült, wurden an die Oberfläche gespült, was damit zu tun hat, dass die Last einer Krankheit, einer Epidemie selten gleichmäßig verteilt war. Theoretisch kann eine Infektionskrankheit uns alle, jeden, jede treffen. Praktisch traf sie eben nicht alle. Und wenn, dann extrem unterschiedlich, was die Folgen angeht. Und durch zum Beispiel Sichtbarmachen von gesellschaftlichen Ungleichheiten, auch im globalen Maßstab. Ich selber interessiere mich ja viel für koloniale Kontexte in meiner Arbeit, wo das auch sehr, sehr deutlich zu beobachten ist für das 19. und 20. Jahrhundert, diese starken Ungleichheiten. Das kann natürlich auch Auslöser wiederum für im kolonialen Kontext Kritik an Fremdherrschaft sein. Das kann also einfach gewisse Dinge anstoßen. Und sozusagen auf die Gegenwart bezogen, ich würde jetzt keine Prognose über Ergebnisse wagen wollen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das, was ja im Grunde auch schon begonnen hat in Deutschland und anderen Ländern, nämlich die Debatte darüber, wie bestimmte Dinge priorisiert werden,
welche Vorstellungen einer gesellschaftlichen Verfasstheit hinter bestimmten Maßnahmen stecken, also welche Gruppen in den sogenannten Lockerungsmaßnahmen zuerst adressiert werden, welche länger warten müssen. Das sind ja ganz grundlegende Fragen des Zusammenlebens. Und nicht zuletzt, weil ich vermute, dass, oder keine Vermutung, sondern es ist so, dass Corona noch länger bei uns sein wird, gehe ich davon aus, dass diese breite Debatte weitergehen wird, dass das wirklich auch ein politischer und gesellschaftlicher Selbstverständigungsdiskurs werden kann. Die Ergebnisse darüber vermag ich nicht zu spekulieren, aber das, glaube ich, es eine breite Debatte geben wird und schon, die schon angefangen hat, das ist, glaube ich, klar. Und darüber, denke ich, wird das hochinteressant für die Zeitgeschichte. Epidemien, also natürlich sage ich, dass Epidemien sind ein spannender Forschungsgegenstand. Ich denke, auch für die jüngere, allerjüngste Zeitgeschichte wird es mehr als spannend werden, sich bald das Corona-Archiv, diese schöne Initiative oder gesellschaftliche Debatten näher anzuschauen, einfach weil wirklich diese Debatten so ein Schlüssel sind, um ganz viele Bereiche der historischen Analyse aufzuschließen. Ich glaube, da steckt wahnsinnig viel Potenzial drin. Ja, danke, Frau Wiegeshoff, für diese Einschätzung und auch, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und dann hoffe ich, kommen wir alle, wirklich alle, durch diese Pandemie gut durch und gesund. Und ja, ich verabschiede mich dann. Vielen Dank. Ganz herzlich. Tschüss. Alles gut. Tschüss.